Der Ausbau des schnellen Internets für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher geht der SPÖ zu langsam. Denn trotz Förderungen und Investitionen in Millionenhöhe sind nach wie vor viele Gemeinden von einem funktionierenden Breitbandzugang noch weit entfernt. Ich wage mir heute schon die Prognose, dass wir in Niederösterreich auch 2025 dieses Ziel von 2020 nicht erreichen werden bei dem derzeit festgestellten und berichteten Anschlusstempo von 40.000 Haushalten pro Jahr. Kann sich jeder selbst ausrechnen, wie viele Haushalte dann im Jahr 2025 angeschlossen sein werden. Und das ist eigentlich beschämend. Besonders gilt das für kleine Gemeinden, die sich den Ausbau derzeit nicht leisten können. Denn laut der Strategie des Landes hat jede Gemeinde bestimmte Kriterien zu erfüllen, damit der Glasfaserausbau beginnt. Vor allem kleine Unternehmen im ländlichen Raum fühlen sich hier benachteiligt. Das heißt, die Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, auch die Verkehrswege auf digitaler Ebene auszubauen und in einem stabilen Zustand zu halten. Wobei es natürlich sehr wichtig ist auch, dass das in einer öffentlichen Hand stattfindet. Also nicht, dass wir zum Beispiel auf Privatunternehmen angewiesen sind. Ich denke da nur an das Google-Satelliten-Internet oder die Bestrebungen von Herrn Musk. Sodass wir als Österreich bzw. als Europa wirklich unabhängig von privaten Anbietern sind. Daher noch einmal alle Kraft in den Vollausbau. Zusätzliche Mittel für den Vollausbau, das schafft zusätzliche Arbeitsplätze, die wir in Zeiten wie diesen mehr denn je und dringend benötigen, und das schafft zusätzliche Chancen für den ländlichen Raum. Die flächendeckende Versorgung mit einem schnellen Internet bringt nicht nur neue Arbeitsplätze und Wettbewerbsvorteile für Familien, Unternehmen und KMUs in den ländlichen Regionen, sondern hätte auch eine positive Auswirkung auf die Umwelt. Wir brauchen gute Arbeitsplätze vor Ort, Kinderbetreuungseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen, die kleinstrukturiert sind, und Internetleitungen, die wirklich in Top-Qualität sind, müssen genauso selbstverständlich sein wie Stromleitungen. Und damit verkürzen wir die Wege in der direkten Umgebung, wir schaffen kurze Wege, und das ist nicht nur gut für die Lebensqualität der Menschen, sondern auch für das Klima. Der Ausbau muss also vorangetrieben werden, fordert die SPÖ Niederösterreich mit einer Petition für ein Recht auf Internet.